So Leute, es geht weiter mit The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir liegen jetzt erstmal schön gemütlich im Bettchen und was ist in der letzten Folge passiert? Ja, wir wurden K.O. geschlagen von Vati. Onkel Albrecht ist auch da und jetzt reden wir erstmal mit dem König. Ah, Charlie, du bist wieder wach. Geht's dir wieder besser? Du bist wieder wach, geht's dir wieder besser? Jetzt waren wir in einem Satz, ja. Der König hat etwas zu sagen, hör gut zu. Nö. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Vati hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, können wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk, was der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Diesen meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütete jetzt. Die Minish leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenflicken. Was? Sind sie gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Aha. Wenn es so ist, Jolly, könntest du gehen? Doch gehen. Jolly, wenn du bereit bist, möchte ich dich auch darum bitten. Befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, dass er ihr Schwert wiederstellt. Wie man das Schwert wiederstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das versprochene Schwert der Minish erhalten. Aus diesem entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Schwert ist Albrecht erhalten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten, beschützt diese Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht Vati. So. Tief im Tyloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit, falls du auf Verläufsrückstart und L oder R die Karte aufzurufen. Der Wald ist in der Karte eingezeichnet. Pass gut auf, bitte auf Karte von Hyrule halten. Damit verläufst du dich gar nicht. Auch nicht. Ja, wie ihr seht, ist die Map auch eigentlich nicht besonders groß. Also Jolly, bricht den Fluch des Hexenmeisters und rettet Zelda. Ja, Leute, was können wir? Wir können schlagen, wir können Schild abwehren und das war's. Schild abwehren? Schön, Schild abwehren, wir kennen das Wort nicht. Zap, 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 zap und... Ja, ich werde oft rollen, weil das Rollen einfach Spaß macht. Ich weiß auch noch nicht ganz so, wie ich... Also Legend of Zelda LPen soll, weil... Ich habe noch nie eigentlich so Hack and Slay RPG... Was für ein Vergleich, nördliche Ebene von Hyrule... Hier haben wir unser erstes Monster schon besiegt und ich liebe den Zelda-Soundtrack. Er ist einfach episch, der wird episch. Okay, dann kommen wir halt nicht in die Stadt. Müssen wir halt hier durch, genau, zap. Ja, und London Farm. Sterbt? Danke. Jetzt sind die gleich nochmal, ach, mir fällt der Name von den Gegnern gar nicht mehr an. Egal. Oh. Grüner Rubin, kleiner Befallen, ein Rubin jeweils. Mir fällt gerade nicht der Name gerade nicht mehr ein. Ich wusste mal den Namen von den Viechern. Ja, die Viecher haben Namen. Und das war dumm. Ja, ich glaube, über die Spielmechanik von Zelda brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu reden, oder? Außer die Lex, die Nerven schon ziemlich sehr. Da müssen wir gleich auch noch. Und du bist auch weg. Und... Zap. Schade. So, ab in den Tyloria-Wald. Tyloria-Wald, genau, Tyloria. Ach, scheiß drauf. Zap. Und da werden wir gleich unseren... Ja, ich glaube, wir werden... Doch ja, wir müssen jetzt eigentlich unserem einen Kumpel gleich begegnen. Zap. Kumpel, was heißt Kumpel? Wir... Unserem Weggefährten. Soweit ich mich erinnern kann. Slime. Genau, hier konnte ich noch nichts anfangen. Zap. Gehen wir erstmal weiter.
Slime. Stirb, Slime. Und so. Genau, und hier gab es nämlich gleich noch eine schöne Sache, die ich gleich erstmal machen werde. Nein, da nicht. Ja. Genau. Ne, hier immer noch nicht, was? Hm, komisch. Hilfe, genau, hier. Das war schön. Am Anfang des Dings sitzt eine Mütze. Autsch, Hilfe, Hilfe, ist da denn niemand? Und hier. Hier spricht sie uns an und hier ist ein Herzteil. Mhm. Herzteil erhalten, ja, schön. Das, als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich dann von hier natürlich wieder zurückgelaufen. Und habe dieses Herz erst ziemlich schwer geholt. Weil es ist nervig, wirklich, wenn man Herzteil vergisst und dann... Hey du, kleiner Mensch, Tattoo! Autsch, Aua! Hey, guck nicht einfach zu! Autsch! Jetzt steht er doch nicht so unter dich rum und hilft mir! Wieso trefft ihn nicht mehr? Und ich bin dumm und verliere wieder ein Herz. Puh, es ist ja gerade nochmal gut gegangen. Naja, ich wäre auch allein mit denen fertig geworden. Apropos, was macht dein Kind, wie du ganz allein in diesem dunklen Wald? Achso, ich verstehe. Minish? Vati? Fluch? Heiliges Schwert? So ist das also. Ja gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf der Reise bin. Um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das Heilige Schwert gut? Dann werde ich mich hier anschließen. Mein Name ist Ezzelo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, komm, folgt mir. Warte doch mal. Renn nicht so schnell, mein Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Nein. Hey, sieh das... Wie soll ich so einen kleinen Wicht wie du gehen mit... so einen kleinen Wicht wie... Also wirklich? Was ist das für ein absolut unmöglich Girl, du doch bist? Er ist mir ins Gesicht gesprungen. Viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davon laufen. Ach, sehr hübsche Aussicht hier. Und außerdem, was ist bequem für mich? Hm? Was kummelst du da? Los, auf geht's, zicki zacki. Ach, ich hab's eh vergessen. Für ein kleines Kind, wie du es bist, gibt's allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Ja, je, das wird anstrengend. Ja, Ezzelo ist einfach nur ein cooler Charakter. Also ich mag den voll, ich mag auch mal die Idee. Mütze. Dass links Mütze nicht mal spricht. Kindchen, ich verrate dir etwas. Die Welt der Minish ist sehr klein. Du kannst die Minish nicht treffen. Solange du so groß bist. Schau mal dort, siehst du denn... Das sieht aus wie ein normaler Baumstumpf, oder nicht? Ja, aber dieser Baumstumpf ist ein geheimes Portal, das die Menschen vor langer Zeit erschaffen haben, um ihre Körpergröße ändern zu können. Wenn ich dabei bin, kannst du dort klein werden wie ein Mensch, wenn du auf den Baumstumpf R drückst. Ja, Stumpf ist Trumpf, Leute, merkt euch das. Und die Zauberformel, die Ezzelo. Und wir sind ein Mensch. Ja, weil wir haben die Größe eines Mensch. Jetzt ist sie halt aus den Augen eines Mensch. Und war das nicht nett von mir? Du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken. Solche Portale gibt es hier und da in verschiedenen Gestalten. Um hier groß zu werden, stell dich neben dem Baumstumpf und drücke R. Ja, laut voller Gefahren. Aufgepasst. So, rollen. Ja. Jetzt komme ich zum Beispiel auch nicht mehr. Doch, ich komme hier rüber, aber hier trinke ich. Nur zur Demonstration war das gerade da natürlich. Ja, jetzt komme ich auch endlich weiter und Rosenblatt, puh. Oh, wie ich manchmal die Minish-Gestalt hasse. Hallo, ich bin hier, Eichel, Blatt, noch eine Eichel, noch ein Blatt und noch eine Eichel und ich bin da in der Minish-Stadt. Dorf der Wald-Minish, sagt die Uhr. Ja, 5 Minuten habe ich noch. Hier ist wohl das Wort, das Dorf der Waldminisch. Schemmein. Schnemni. Sezios. Leute, also, es gibt einen Trick, wie man diese Sprache lesen kann. Lest einfach von hinten nach vorne. So ist es. Ein Mensch.
haben sich entwickelt auch mal was einfallen lassen, das finde ich auch ganz cool. Das müssen wir den anderen erzählen. Oh. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du kannst sie nicht verstehen? Das ist die Sprache der Minisch. Kein Wunder, dass du sie nicht verstehst. Ich habe auch kaum was verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner wird uns hier schon verstehen können. Suchen wir einen. Ja, es gibt einen. Hallo, mit dem möchte ich jetzt mal hin. Utsugusavsor. Was sagst du? Ja. So, Herzchen. Du hast ein Herz gefunden. Etwas in der Gegend kann dir nie schaden. So, ja, man kann um diese Eicheln zertreten. Dieses Sparta-Style. Und wir müssen hier oben zu diesem Haus. Ich verstehe kein Wort. Okay, dann vertan, das wohnt der Älteste. Mit dem müssen wir gleich hin. Okay, Lex. Lex mag ich. Einmal kurz, damit die Lex nicht so schlimm werden, einmal kurz ein Safe State. Safe State, genau. Nanu, du siehst so ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Okay, ab zur Quatschbiene. Biene, genau. Quatschbiene. So, ein Rubin. Mein Rubin, da ist ein Fasshaus. Und da ist noch eine Eichel. Keine Ahnung, ob das eine Eichel sein soll. So. Oh, unser erstes Schieberätsel. Wow, war das schwer. Ah, Kindchen. Das ist die Quatschbirne, von der Fester erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Quatschbirne gegessen. Du kannst die Quatschbirne mit dem Minisch reden. Okay, Leute, aber ich würde sagen, ich mache... Kann ich mit dem Minisch jetzt reden? Du hast jetzt die Quatschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagt, die Menschen von heute können uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt. Man sieht sich dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Bis dahin, euer Klonschaft ändert sich. Ciao.